Spinnen. Gildo Horn, Dieter Nuhr, Oliver Welke und Bernhard Hoeger. Herzlich willkommen bei Genial Daneben. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Und freue mich auf eine interessante Fragestunde meinerseits. Gildo ist heute etwas, wie soll ich sagen, uriniert, würde ich sagen. Uriniert will so viel heißen wie, er hört schlecht heute. Auditiv. Gildo hört schlecht, das heißt, oral kaputt. Bitte? Oral kaputt. Ich verstehe nicht. Oral kaputt. Dicht, weg, aus. Also taub. Taub. Mute. Taub. Der ist auf Mute gestellt. Aha. Also Gildo hört schlecht heute, er ist Musiker, er muss schlecht hören. Das hängt alles mit der neuen Frisur zusammen, weil das System insgesamt sich jetzt neu wieder hochfahren muss. Und bis dahin... Könnte es sein. Ja. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass Gildo eine neue Frisur hat. Er hat alles, was er hat. Aus den Ohren über die Stirn. Ja. Ich habe das denn nicht mit meinem Rückenhaar vor. Ja? Eine Kapuze quasi. Ja. Ich frage mich, wie Herr Hoeger das machen könnte. Das gibt ein Problem, ne? Ach, mit dem Rückenhaar vom Herr Welke kriege ich das... Ja, das glaube ich. Dieter. Es gibt Dinge, die will ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich. Zu spät. Sollen wir anfangen? Was? Gildo, lies einfach von den Lippen ab. Videotexttafel 250. Und sonst kannst du die Fragen im Internet morgen nachlesen, dann weißt du, wo du heute warst. Sollte Gildo Horn zwischenzeitlich mal irgendwelche Antworten geben auf Fragen, die ich nie gestellt habe, machen Sie nichts draus, er hört nichts. So. Aber wenn das weitergeht, nenne ich dich ab heute nur noch Frau Waas. Bitte? Ja, weil die hat ja, die hieß ja auch Frau Waas, weil die immer Waas sagte. Was? Wer ist denn Frau Waas? Frau Waas ist doch die Ziehmutter von Jim Knopf. Und Lukas, dem Lokomotivführer. Alles weiß. Der inzwischen aber Prinz von Jimbala ist, der hat Karriere gemacht. Ich sag, die Welt 13, die war nämlich 12. Ich dachte, der wäre tot. So, willkommen im Kinderkanal, meine Damen und Herren. Jetzt geht's los. Sharon Schmitz wohnt in Trier. Sharon Schmitz! Trier! Das trifft mein Komikzentrum. Trier hat er verstanden. Ich komme aus Trier. Ich weiß. Mit anderen Worten, du kennst die Frage. Ja. Wir kennen uns. Du und die Frage, ihr seid eins. Wir so. Okay, Sharon Schmitz aus Trier. Ich hatte mal einen Typ in der Klasse, der hieß Percy Schrickel. Das ist super. Das finde ich geil, so ein Multikulti-Vornamen. Und da hatten wir auch Janine Horstmannskötter oder so. Das Flair kommt nicht so richtig rüber. Kevin Giacomo Müller. Ich hatte mal einen in der Klasse, der hieß Hans Müller. Lies die Frage vor. Lies bitte die Frage vor. Wir wissen, dass Gildo in einer Klasse war. Also, Sharon Schmitz aus Trier möchte wissen, was ist ein Alarmstuhl? Ja, soll er nachlesen. Nächste Frage. Alarmstuhl. Ja. Am Ende sind wir doch beim Arzt. Der Stuhlgang an sich. Stuhl. Ja. Man gibt ein bisschen ein Stückchen, ein Löffelchen Stuhl ab. Ja. Und dann... Ein Löffelchen Stuhl. Kleines Goldenes. Naja, also eine kleine Stuhlprobe. Und wenn... Sagen wir ein Stuhlpröbchen. Ein Stuhlpröbchen. Und wenn dann böse Dinge sich drin befinden, was das Labor dann rausfindet, dann ist das ein Alarmstuhl. Okay. Ich bleibe beim Thema. Das finde ich mit dem Stuhl finde ich an sich schon mal nicht schön, aber klingt plausibel. Oh. Es gibt ja Leute, die so einen inneren Wecker haben. Also die sich gar nicht von der Maschine wecken lassen müssen, die zum Beispiel immer zur gleichen Zeit ihren Stuhlgang haben. Und für die ist dann morgens um 7 ist halt Alarmstuhl und dann stehen sie hoffentlich auf. Ja. Und haben die dann auch Sommerstuhl und Winterstuhl? Das Blöde ist, wenn die Uhrzeit umgestellt wird, passieren mal Unfälle. Das ist richtig. Ich hatte letztes Mal Gartenstuhl. Bitte? Gartenstuhl. Ich sag Garten und musste. Oder was? Ja, Gott. Ich glaube, bei diesem Wort handelt es sich um etwas Emotionales. Oder Fleisch oder Bäume. Nur mal, um grob die Themen zu umreißen, die wir hier auch mit Fleisch oder diskutieren. Bäume? Ich glaube, es handelt sich um einen Stuhl. Ach. Könnte auch sein. Ja. Verrücktes. Und zwar den Stuhl im Rettungswagen, den man nimmt, wenn der Patient nicht mehr liegen kann. Weil er zum Beispiel seinen Rücken verloren hat. Welche Verletzung ist das, wo man nur sitzen kann, aber nicht liegen? Das würde mich wirklich interessieren. Nur sitzen, nicht liegen. Wenn man eine Enthauptung. Zum Beispiel einen Bauchmuskelkrampf hat,
ja, der dazu führt, dass man völlig verkrampft sitzt, dann ja, wird man ungefähr so auf den Stuhl getragen. Ja. Draufgesetzt, und das ist der Alarmstuhl. Er befindet sich im Rettungswagen, der Alarmstuhl. Da bin ich doch richtig, oder? Nein. Vielleicht können wir ja dennoch aber bei Pflegestufe 4 bleiben. Ein Rollstuhl. Bei wem? Egal. Ein Rollstuhl für Schwerstbehinderte, der aber eben einen Alarmknopf hat. Polizeirollstuhl. Nein, das ist mit gut. Blaulicht. Ich habe im Altenheim Zivildienst gemacht, und da war es ein großes Problem, dass einige Herrschaften halt abgehauen sind. Es war eine geschlossene Abteilung, und gerade wenn es... Wenn jemand mal Geld hatte, ist er schnell mal zu Aldi oder so und hat sich dann direkt vor Ort eine Flasche Korn reingehauen. Und wir mussten die dann vom Fahrradständer wieder zurücktragen ins Heim. Wenn die aber in einem Alarmstuhl sitzen, dann geht da ein Alarm los, sobald die das Gelände verlassen. Und die Pfleger, mit dem Stuhl unterm Arm. Und die Pfleger kommen dann und bringen den zurück. Werfen ein Fangnetz drüber. Oder, ja, Wie äußert sich denn dieser Alarm? Ja, einfach so ein vieles... Verstehst du? Oder ist ein Lämpchen geht an, rotes Lämpchen, da wo die Pfleger wohnen. Und zwar in der Schaltzentrale des Altenheims. Oder grün. Warum grün? Schön. Ist der Alarmstuhl ein Hinrichtungsgerät, das klingelt? Wenn jemand fertig ist, oder... wie so eine Mikrowelle. Genau. Das ist aber sehr gemacht. Das ist sehr geschmacklos. Der ist durch. Auf wei. Sehr geschmacklos. So, der dreht sich auch auf einem Teller. Ich glaube, er ist gar. Nicht schön. Ah, wie wäre es denn beim Angeln? Der Angler an sich, und schon habe ich die Lehne wieder. Ah, gut, junger Mann. Kommen Sie ruhig mal direkt zu mir und machen mir direkt die Lehne nach hinten. Ach, die dicke Frau kriegt keine Luft mehr. Diese schöne, diese Lehne. So. Oh. Darf ich dir kurz an die Beine gehen? Oh, bitte geh mir überall hin, Hauptsache die Lehne drückt mich nicht mehr. Dankeschön. Pass auf, der Angler an sich sitzt doch gerne auf so kleinen, wunderbaren, aufklappbaren Stühlchen. Die sind so mit Leinen bespannt. Und jetzt hat er da eine Vorrichtung, wo die Angel drinsteckt. Und der Angler an sich duckelt aber auch gerne mal so, wenn er so eine Stunde, zwei an der Talsperre ist. Was macht der? Duckelt. Kleines Nickerchen, macht ein kleines Nickerchen. Duckelt so ein bisschen auf dem Stuhl, kriegt nicht wirklich mit, wenn die Rute zuckt. Wenn der Wal anbeißt. Nein, Forelle, Herr Walder. So, und jetzt ist aber eben, da wo die Angel drinsteckt, da ist ein kleines Glöckchen. Das heißt, wenn der Fisch den Köder genommen hat und an der Angel zippst, dann macht bei dem Angler am Stuhl Alarm, ein Fisch gefangen. Zang, Forelle zum Abendessen, lecker. Was sagen wir dazu? Richtig. Wir sagen richtig dazu. Richtig. Hella, du hast mich jetzt in eine emotionale Zwangssituation gebracht. Ist richtig. Hella, ich sage, es ist richtig. Ist falsch. Ich wollte auch sagen, dass es falsch ist. Ja, ich weiß. Vielleicht falsch. Nochmal eine andere Theorie. Bitte, vielleicht gibt es ja bei bestimmten Großveranstaltungen, ja, wissen wir ja die Verpflichtung, dass da ein Sanitäter mit rumsitzen muss. Ja. Ja, und dass dieser Stuhl muss so angebracht sein, dass der immer auf die Bühne rennen und den Rockstar oder den Schauspieler wiederbeleben kann oder dass er eingreifen kann. Ja, und das nennt man Alarmstufe, wo der Sanitäter drauf sitzt. Das ist oder bei älteren oder bei der Feuerwehr. Ja. Vielleicht gibt es eine gewisse Anordnung von Stühlen, wenn Alarm ist, dass die schnell durch dieses Loch an der Stange runterrutschen können. Mit Stühlen. Wie mit Stühlen? Ja, aber schnell vom Stuhl runterkommen. Also ein Stuhl, der sehr nah an dem Loch mit der Stange ist, damit die bei Alarm... Das wäre ein ganz normaler Stuhl, der sehr nah an einer Stange steht. Genau, der Alarmstuhl. Ist der Alarmstuhl ein Trainingsgerät für Kleinstkinder? Ach so, Gott sei Dank Kinder noch. Um trocken zu werden. Das ist, wenn die da Pipi reinmachen, macht es Klingelingeling oder es ertönt eine Melodie. Zum Beispiel, es klappert die Mühle am... Es klappert das Mühlchen am rauschenden Bächchen. Aber warum dann Alarm? Weil es halt Klingelingeling macht, aber das Kind mag das halt. Und, gibt, es so eine, Anweise, gibt es so eine Stühle? Ja, die gibt es. Bald schon. Das ist jetzt in der Zwischenzeit für mich ein bisschen eng, aber schöne Melodie. Kann man sich auch ein paar aus dem Internet runterladen. Ich habe jetzt immer MacGyver, wenn es läuft. Ist wahr. Ist es einfach der Stuhl, der am nächsten zu einem Feuernotausgang-Dingens ist? Das wäre auch... Der Alarmstuhl bei einer... Letzte Chance. Bitte? Ich rede mit Ihnen ja überhaupt nicht. Leute, was haltet ihr denn von folgender Idee? So ein Alarmstuhl bei einem Raumschiff oder in einem Flugzeug, wo man sich hinaufsetzt, um bei Alarm gerettet werden zu können. Ich weiß nicht, ob ich das niemandem bald da sagen, weil wenn es falsch ist, wäre es vorbei. Was haltet ihr denn da? Muss mir keiner sagen, ist falsch. Ich sage es euch. Oh nein. Ich sage es euch. Wer von euch war bei der Bundeswehr? Keiner, ne? Dann könnt ihr es auch nicht wissen. Ja. Der einzige Mann in der Runde.
einer der ersten Lektionen für jeden Bundeswehrrekruten in der Grundausbildung ist, in seiner Stube die Klamotten so auf einen Stuhl zu packen, dass er im Fall nächtlichen Alarms alles blitzschnell parat hat. Daher heißt dieser Stuhl Alarmstuhl. Sharon Schmitz, 500 Euro. Gratulation. So, dann gehen wir mal zu... Person aus Trier. Bitte? Eine sehr, sehr ausgefeilte Frage. Trier. Weißt du, wenn der Herr Horn schon nichts hören kann, will er ein bisschen sprechen zwischendurch. Ist mir klar. Gut. Bitte? Jetzt gehen wir nach Bergheim. Das liegt ja nicht weit von uns entfernt hier in Nordrhein-Westfalen. Bergheim, dort wohnt Lucia Fama. Schöner Name heute. Lucia Fama. Fama Ehrhardt. Das leuchtende Gerücht. Ja. Ja, ist ein Gerücht. Stimmt, Lucia Fama, Gerücht. Lucia Fama aus Bergheim möchte wissen, was ist ein Pinguinschlag? Bitte? Ein Pinguinschlag. Schlag? Ja. Das ist ein Verschlag, eine Holzkiste, in der ein Pinguin ist. Nee. Nein, das hat was mit einem Frack zu tun. Das ist, wenn man so einen Frack trägt, also zum Beispiel Frackträger. Das sind ja Menschen, die Fracks tragen. Die haben einen Schlag. Und das ist dann so beim Abschlussball und dann heißt es so, super gemacht oder du siehst gut aus in deinem Frack. Und das ist dann ein Frackschlag. Pinguinschlag. Aber er hört sehr schlecht, muss man dazu sagen. Er hört nicht nur schlecht, er kriegt auch nichts mehr mit. Vielleicht, wenn du ihm einfach die Zettel gibst, dann kann er es lesen. Du hast mich aufs Glatteis geführt. Also der Pinguin an sich, der zeichnet sich doch dadurch aus, dass die eher nicht fliegen können. Was unter Wasser gut ist. Ja. Und der macht den mit seinen kleinen Flügelchen, macht er aber ja gerne so, wenn er sich bewegt. Vielleicht ist es also der Pinguinschlag, der Schlag entweder von einem Fluggerät, was irgendwie nur wie macht so... Denn der, wie macht denn der Pinguin? Wie macht der unter der Wasser? Der macht so. Und Geräusch? Och, die machen viel Geräusche. Ja. Aber du hörst sie ja eh nicht, deswegen lasse ich das jetzt. So, also der Pinguin an sich, der macht ja mit seinen Flügelchen so. Der kann ja kaum so machen. Der kann ja nur so, wenn richtig. Er läuft. Was ist der Pinguinschlag? Eben. Und das ist jetzt etwas woanders, das man so nennt, aber wo ist es? Ja, aber wir wollen da nicht wieder in den Bereich der schweren Krankheiten gehen. Ja, wo nee, wollen wir nicht. Nachher nur noch so bewegen so. Kann oder so. Ja, das ist der Pinguinschlag ein Schlag, der einen eiskalt erwischt? Das ist aber... Da muss man das jetzt mal... Ich denke, wir machen 5 Minuten, da kann jeder mal... Jeder mal in Stillarbeit darüber noch mal... Wir können aber auch Kleingruppen bilden und das... Ja. Also, wen? Wen der Pinguinschlag als was Emotionales. Wie jetzt Emotionales? Ja, emotionale Befindlichkeit. Man vielleicht erwischt... Zum Beispiel? Es erwischt einen kalt. Ich wollte einfach nur von Herrn Hohegger... Zelte. Eine bestimmte Art von Zelt... Und was? Der Pinguinschlag ist ein Zelt. Aber ein Zelt ist nichts Emotionales. Ja, das kommt drauf an, was in dem Zelt. Oder wir sind im... Schäferstündchen. Oder wir sind im weitesten Sinne bei einem Kampfsport. Was ist das denn? Was? Das soll ein Pinguin sein? Oder? Das war noch das Zelt. Sehr gut, das war ein Zeltgeräusch. Das war ein Schäfer. Ja. Sprechendes Zelt. Kampfsport, Boxen. Ja. Vielleicht ein Boxjargon dafür, dass ich jemandem einen Schlag verpasse und danach fängt er an, so rumzueiern im Ring, als hätte er einen Pinguinschlag bekommen. Verstehst du? Wo trifft denn der? Mit der Außenseite. Mit der Außenseite, genau. Nein. Mit der Außenseite hier vorne. In die Weichteile. Sternum. Ja. Sternum. Ich weiß, was es ist. Bitte. Es ist ein Nazi, der den Arm nicht mehr hochkriegt. Ja. Also im Grunde ein Nazi, der... Ja, gut. Ja, aber spricht eventuell ganz kurz... Spricht denn eventuell der Ornithologe von einem kleinen Küken, also einem Kuckuck? Der Ornithologe, der Vogelkundler an sich, bei einem Küken von einem Adler zum Beispiel oder einem Geier, also bei Vögeln, die durchaus gut fliegen können. Aber die kleinen Küken, die können erstmal nur so, bevor sie irgendwann... Vielleicht spricht da der Ornithologe vom Pinguinschlag. Heißt nicht, bei einem Stadium. Heißt nicht die Kinderstube des Fischotters Schlag? Und vielleicht ist ein Pinguinschlag einfach, wenn die Fischottermama... Mit einem Pinguin. Wenn die fremdgegangen ist. Mit einem Pinguin, ja. Mit einem Pinguin. Ja. Im Zelt. Moment, im langsam, Zelt. Langsam. Was? Ich meine, der Schlag des Fischotters, die Kinderstube des Fischotters heißt Schlag. Und wenn die Pinguinmama mit, also da ist halt einfach nur ein Tier drin, wie die Pinguine ja auch immer nur ein Ei legen, weil die armen Männer sich ja drum kümmern müssen. Die können nicht saufen gehen, die passen auf die Kinder auf. Und die Frauen sind die ganze Zeit weg und fressen Fisch. Ja, das stimmt. So kann es nämlich auch sein, Herr Balder. Wir können froh sein mit der Situation, in der wir uns befinden hier. Das heißt,
sagst du mal, Frisbee ist ein Pinguinschlag, ein Nest, in dem nur ein Ei wohnt. Beethoven will was sagen. Hornhofen. Hornhofen. Vielleicht ist der Pinguinschlag ja auch das Gegenstück zum Ponguinschlag. Was? Was ist denn der Ponguinschlag? Ping, Pong. Pong. Ah. Und wir befinden uns in der Welt des Breitensports. Ja. Wir befinden uns in der Welt. Das ist nämlich so einer. Einfach die Rückhand-Coupon. Ich glaube, genau. wir befinden uns in der Welt des Medikamentenmissbrauchs. Was ist denn das bitte? Aber Sport finde ich gut. Tennis, Hockey, Golf, irgendwas. Sport ist gut. Tischtennis. Ah, Volleyball. Pass auf. Der Volleyball-Lese. Was? Also derjenige, der Volleyball spielt. Der Volleyballspieler, meinen Sie? Die machen ja gerne. Der Volleyballlese? So oder auch so. Aber sie müssen ja vor allen Dingen versuchen, dass der Ball nicht aufs Feld auftischt. Das wird auch gewünscht. Und vielleicht, wenn sie ganz hysterisch den Ball nur eben ja, so Volleyball. Mal ja. eben noch erwischen, damit der andere ihn aufnehmen kann, so und dann übers Netz tut, dann ist das vielleicht ein Pinguinschlag. Nein, das Volleyball. Ist, das ist Glück. Oder schlechtes Volleyball. Aber Sport, Pinguinschlag, das ist ein ganz bestimmter Schlag beim Sport. Golf? Ja, wenn man beim Golf den Abstand zu versagen, der hat einen Pinguinschlag, Golf, weil der ist nicht nah am Körper, sondern er ist weiter weg. Golf finde ich gut. Genau, das ist für irgendeinen hüftsteifen Golfanfänger, der den Schläger nicht richtig nach hinten bringt, sondern einfach nur so bock anstößt. Wie beim Minigolf. Ist Golf beim Minigolf. Ist Golf richtig? Wer spielt denn Golf von euch? Ja, manche. Ich Herr Baller, ich sagte an dieser Stelle schon vor Jahren, ich habe noch Sex. Also, ich spiele Golf. Ja. Ehrlich? Ich habe Golf. Nein, hallo, ich habe die Platzreife. Wen? Die Platzreife. Ich habe lange genug gestanden und angefangen zu blühen. Und wer ist denn? Nein, hallo, Handicap 54. Ich darf überall spielen. Oh, du Ärmster. Ja. Und es gibt so kleine Schläger. Nein, aber was wirklich, ich habe mir einen Schlägersatz gekauft für ein Turnier und dann druckste der Verkäufer etwas herum und meinte, Herr Holger, ich will hier nicht so nah drehen. Haben Sie schon getan? Okay, dann gehe ich ein Stück zurück. Herr Holger, wie wär's denn mit einem Damenset? Und jetzt habe ich Frauenschläger. Das kann man, besser. Ja, da kann man mit SMS schreiben beim Spiel. Nein, die sind einfach kürzer. Wer? Das, die Frauen die und Schläger, also. Herr Balder! Mann. Also sind Mann, wir beim Golf? Ist das jetzt richtig Nein. oder falsch? Nein, sind wir nicht. Sport. Ein anderer Sport muss Sport eher. Ist gut, aber so. Beim Golf sind wir nicht. Tischtennis, Badminton. Baseball. Tennis. Ping-Pong. Baseball. Die Frage Ping-Pong. Ist, gab es vielleicht einen Sportler? Baseball. Nein, es gab einen ganz berühmten Sportler, der hieß Eduard okay. Pinguin. Und der hat einen speziellen Schlag. Wie hieß der mit Vornamen? Eduard. Das ist falsch. Eishockey. Sind wir beim Eishockey? Beim Eishockey? Ja, wenn der draufsteht und den Ball so nach vorne. Puck, puck, puck. Die Stubenfliege hat solche Augen ohne Brille. Total irre, alle Geschichte. Kinder verlernen völlig, wie die Natur wirklich funktioniert. Also die Biene Maya hat nur vier Beine. Ein Insekt! Herr Balder, ein Insekt! Vier Beine, die Biene Maya. Ich krieg einen Hals. So, weiter. Geht das noch, oder? Aber Eishockey ist doch sehr gut. Nein, ist ganz schlecht. Nein, aber die Theorie des Fracks an und für sich ist hier noch überhaupt nicht ausdiskutiert worden. Ach, Tanz meinst du dann ja. also? Wir sind beim, weil wir sind ja beim Sport. Also sind wir beim Turniersport, Turniertanz beim auch. Und was ist der Pinguinschlag? Ja, halt so. So. Schön, dass du da bist. Welche ja, toll, gut getanzt. Ah, okay. Was? Ja. Hat noch jemand irgendwie... Lass es Sohle aufs Parkett gelassen. Ja. Und so. Wie ist das denn? Gibt es das vielleicht beim Squash? Also, dass die dass ein Ball in einem bestimmten Winkel die Wand trifft oder Nein. was anderes? Okay, dann also, ich sag's euch mal. Wenn ein Pinguin ja. den Strommast draufklettert. Was ist das denn für ein Sport? Das ist ein schöner Sport, der wird bei Pinguinen gerne betrieben. Ich sage es euch, ihr habt es alle schon gesehen, es gibt da einen berühmten, wir hatten einen, jetzt ist er nicht mehr aktiv, einen ganz berühmten mehrfachen Weltmeister, Olympiasieger, ich weiß nicht, was er alles war. Ringen. Kommt aus Bayern. Rodeln. Auch, ja. Hacke. Wenn man so was macht denn der, wenn er startet? Schlagen den Pinguin. Seht ihn den Schlitten so an. Ach, das nennt der Rodler Pinguin-Schlag. Lucia Faber, 500 Euro. Von Anfang an so gemacht. Gratulation. Männer.
Der von Sport was versteht. Vom Rodeln, Entschuldigung. Wir waren nah dran. Ihr wart ganz nah dran. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, einfach einschicken. Genial daneben 50 616 Köln oder anrufen 01378 1120 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Oder Sie machen es wie Martina Müller aus Dorsten. Die hat sich gesagt, ich gehe ins Studio und hier ist sie. Ich weiß noch nicht wo. Martina, wo finden wir denn Sie im weiten Rund? Das ist Martina. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe. Hier ist Ihre Frage. Martina Müller möchte wissen, was ist die sogenannte Großmutter-Hypothese? Ach, eine Hypothese ist eine Theorie, ne? Oder? Eine Aufstellung von... Ja, doch schon. Hypothese ist eine Theorie, oder? Eine Mutmaßung, würde ich mal sagen. Ja, es ist eine Theorie, die also auch Gegner hat zum Beispiel. Also auch noch nicht so. Die was? Gegner hat. Also Leute, die Gegner, Kritiker... Gegner, okay. Hypothese, Großmutter-Hypothese. Die Großmutter-Hypothese. Diskussionsgrundlage. Großmutter-Hypothese. Da bin ich doch sofort bei Rotkäppchen und der Wolf. So. Wie war das denn nochmal? Ja. Die Großmutter lag im Bett und wollte Kuchen... Und Rotwein. Wollte sie oder hat man ihr das einfach gebracht? Ich glaube, es ging mehr um den Besuch an sich, die Geste der Zuneigung, die Rotkäppchen der Großmutter entgegenbringt. Insofern denke ich, das ist relativ irrelevant, was sich nun wirklich in diesem Korb befand. Hella, mach bitte weiter. Jedenfalls war es dann so, dass der Wolf da lag im Großmutters Outfit und Rotkäppchen sehr irritiert hat. Ich glaube einfach, dass Hoike an diesem Märchen einfach näher dran ist. Nicht? Ja. Denke ich mal. Können Sie das mal erzählen, das Märchen? Wissen Sie noch, wie es geht? Wie das geht. Ja, Schuld, Hugo. Vielen Dank auch. Nein, es war einmal... Moment, ich gehe mal kurz einer drauf. Moment. Also, möchte ich mal wissen, er hat ja zwei Kinder, ob das noch funktioniert. Ja, es auch war... Aber es ist richtig, damit wir alle was von haben. Also... Können wir erst erfahren, ob die Antwort irgendwas mit dem Märchen zu tun hat? Ja, das wäre sehr hilfreich. Es war ein wunderschöner Tag, als Rotkäppchen zur Oma Mark. Sie gingen den schönen Wald entlang. Stopp, können wir mal einen Lichtwechsel haben, bitte? Da kam der Wolf auf dem Wald heraus, direkt auf Rotkäppchen zu und sagte, hallo, wo möchtest du denn hin? Und Rotkäppchen sagte, ich will zu meiner Großmutter. Da musst du wohl in diese Richtung gehen und zeigte in die falsche Richtung. Rotkäppchen ging in den Wald. Der Wolf eilte ganz schnell zur Großmutter, fraß sie auf und legte sich ins Bett. Da kam Rotkäppchen des Weges, öffnete die Tür. Oh, Soundeffekt, Digga. Öffnete die Tür, ging ein paar Schritte hinein. Furzte gewaltig und sagte, Großmutter, warum hast du denn so große Ohren? Und da sagte die Großmutter, damit ich dich besser hören kann. Da sagte Rotkäppchen, dann unterscheidest du dich aber von Gilde Horn. Das Licht stand ihm gut, fand ich. Das ist ja geil. Hat sich da einer an den Schalter gelehnt? Oder? Ja. Was ist die sogenannte Großmutter-Hypothese, meine Damen und Herren? Möchte ich immer noch wissen. Ach, das war die Frage. Ja, das ist die Schwester der Milchmädchenrechnung. Was? Wir sind bei der Vererbungstheorie. Es geht darum, dass viele Erbmerkmale erst in der zweiten Generation wieder zum Tragen kommen. Und das ist die sogenannte Großmuttertheorie damals. Welche denn? War das zum Beispiel die Farben bei Blumen. Wenn man die kreuzt, dass oft erst in der zweiten Generation das Blümchen plötzlich die Farben wechselt. Aber ist das eine Hypothese? Ist das nicht eher Fakt? Ja, ich glaube auch, wir sollten uns auf Sachen konzentrieren, die Omas traditionell behaupten. Deswegen Hypothese. Also zum Beispiel behaupten ja Omas, es gäbe einen Zusammenhang zwischen Tellerleeressen und gutem Wetter am nächsten Tag. Um nur dieses Beispiel zu nennen. Das ist eine klassische Großmutter-Hypothese, die man dann lernt zu widerlegen im Laufe seines Lebens. Ja, sehr schön. Leider verkehrt. Ja. Das geht etwa so, wenn du was von der Mutter willst, schau dir die Großmutter an. Ich kenne das von der Tochter und der Mutter. Das also Mutter, aber dann wäre es ja nicht die Großmuttertheorie. Also wenn man sich die Oma... Es ist ja keine Theorie, es ist eine Hypothese. Wenn wir so einen Quatsch hören, ist es doch meistens Aktienkurse, Börse, Wirtschaft. Ja, ja, Banken, sowas. Na? Na? Geld? Was? Ja. Geld? Ja, Banke
Bankengeschäft stimmt, ne? Bankengeschäft stimmt nicht, nee. Die, ist die Großmutterhypothese, ist das vielleicht etwas aus dem Rechtssystem? Da gibt es auch immer so Hypothesen, vielleicht, dass die haben immer so ganz einfache Probleme. Der Tankwart T trifft auf den Autofahrer A, der hinten im Kofferraum die Oma O hat. Jetzt kommt der Polizist P und fragt das Rotkäppchen R, ob der Wolf W die Oma O im Kofferraum K aus dem Auto A an der Tankstelle T vom Tankwart T gegessen hat. Zum Beispiel. Whatever, sagt der Amerikaner. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Können wir ganz viel Licht und Musik haben? Nein, diese Hypothese, dass alte Menschen so früh schrumpfen. Das kann so lange Ohren kriegen. Was? Ab 30 schrumpft jeder Mensch. Das ist ganz normal, die Wirbelsäule wird halt. Oh ja, Leute, ich war mal. Also. Wir beschäftigen uns jetzt hier mit einer sehr intellektuellen, wissenschaftlichen Frage und ich möchte gerne, dass ihr sie beantwortet. Wie ist das denn nochmal mit dem Stricken, mit dem einen fallen lassen, mit den Maschen? Gibt's da eins so rechts, ein links, einen fallen lassen. So. Ja, ist das wie mit Freunden. Dann ist das die Großmutter-Hypothese. Was ist denn das für eine Hypothese? Wie, was denn? Was? Nein, ich habe gesagt, wir mit Freunden, ein rechts, ein links, ach komm, den lass mal fallen. Gibt es denn auch eine Großvater-Hypothese? Nein. Die Frage ist, es gibt nur eine Großmutter-Hypothese. Ich darf ja nichts fragen, vielleicht ist es ja ein Phänomen aus der Psychologie. Aber Hypothese, ich bin mit dem Hypothese fertig. Wenn es eine Großmutter-Hypothese gibt. Ist dasselbe wie eine Theorie. Es gibt immer eine Gegentheorie. Nee, ich glaube, eine Theorie ist schon etwas konkreter formuliert als eine Hypothese. Die Hypothese ist die Ausgangssituation, um dann auf eine Theorie zu kommen. Vielleicht ist die Großmutter-Hypothese der Vorgänger der Müttertheorie. Was? Also die Großmutter-Hypothese ist der Vorgänger der Müttertheorie, bevor dann der Tochter Beweis kommt, um die Enkelvorhersage zu machen. Oder er erzählt einfach Dornröschen, wie wäre das? Ich glaube ja, dass der alte Mann sich schon wieder verlesen hat und die Frage ist, was ist eine Großmutter-Prothese? Nein! Oder Hypotenuse. Nein, so. Großmutter-Hypothese. Sind wir aus dem Bereich der Physik möglicherweise? Hoffentlich nicht. Wir sind nicht im Bereich der Physik. Nein. Moment mal, die Mutter geht Sport, doch bei... Sport, Philatelie möglicherweise. Sport, was finde ich? Sport oder Philatelie. Das liegt ja nah beieinander. Fremdsprachen. Ist vielleicht Sport die... oder Philatelie. Man sagt doch... Oder Bäume. Schach. Die Großmutter. Handwerk. Fleisch. Man nennt doch... Handwerk. Erziehung. Handwerk. Man nennt doch... Musik. Handwerk. Man nennt doch... Handwerk. Ich gebe auf. Die Mutter! Die Mutter beim Handwerk, bei einer Schraubenmutter. Vielleicht ist die Großmutter-Hypothese die... Du hast doch die Großmutter locker. Ist das... Das ist so eine verrostete. Vielleicht ist die... Nein, die Groß... Jetzt weiß ich's. Nicht stirbt, bitte. Nein. Achtung! Musik! Licht! Die Großmutter-Hypothese... Jingle up! Ist die Vermutung... Hört! Die Großmutter-Hypothese ist die Vermutung... Jetzt aber. Die Großmutter-Hypothese ist die Vermutung, welche... Jetzt kriegst du es. Jetzt will ich hören, Männer! Lass doch mal den Sch... Die Großmutter-Hypothese ist die Vermutung, welche... So, ich sag's euch mal. Wenn's jetzt stimmt. Die Großmutter-Hypothese ist die Idee, welche Nuss aus dem Ratschenkasten auf die Mutter passt. Aus dem was? Ich sag's euch jetzt. Also... Großmutter-Hypothese. Warum kommen Frauen in die Wechseljahre und kriegen dann normalerweise keine Kinder mehr? Das ist die Frage. Das, so sagen einige Forscher, hat die Natur mit Absicht so eingerichtet. Es gibt nämlich Anzeichen dafür, dass junge Frauen mehr Kinder bekommen, wenn es eine Großmutter gibt, die sich mit um die Enkel kümmert. So würde der Fortbestand der Menschheit besser gesichert, als wenn Frauen bis ins hohe Alter Kinder bekommen könnten. Weil diese Theorie über den evolutionären Nutzen der Großmutter noch eine Hypothese ist, spricht man von der sogenannten Großmutter-Hypothese. Das heißt, die Natur hat es so eingerichtet, dass Frauen nicht gebären können, bis sie mit Ausnahmen 70 sind, weil die Natur sagt, eine Großmutter kann sich besser um die Enkel kümmern und kann der Tochter besser beim Kinderkriegen helfen. Großmutter-Hypothese. Martina Müller, 500 Euro. Gratulation. Klasse.
So. Meine Damen und Herren, jetzt gehen wir mal nach Wuppertal. Dort wohnt Ralf Stamm. Und er hat eine sehr schöne Frage, die sich mit Österreich beschäftigt. Er möchte nämlich wissen, was versteht man in Österreich unter einem Hobbynagler? Oh Gott. Und vor allem, was ist ein Profinagler? Das ist die nächste Frage. Was versteht man in Österreich unter einem Hobbynagler? Also Heimwerker wäre jetzt ein bisschen platt, das kann es nicht sein. Vielleicht ist es, sagen wir mal, ein Arzt, der aber nicht wirklich eine Approbation hat und so hobbymäßig Leute operiert. Genau, der näht die Wunden nicht zu, sondern... Das ist ein Hobby von mir. Ich tocke das einfach. Das ist gar nicht. Ja. Die haben ja da diese Passionsspiele. Das ist in Bayern, soweit ich weiß. Die gibt es aber auch mal bei uns. Und der dann immer ans Kreuz genagelt wird. Ja. Und da darf jeder mal ran. Ja. Ist ein Hobbynagler jemand, der einfach mit einem alten Auto rumfährt, was nagelt? Der nagelt durch die Gegend. Man sagt ja, der nagelt durch die Gegend. Ja, ein genau. Banker. So ein 0,5 Zylinder. Ist das einfach ein lustiger Ausdruck für Heimwerker? Eigentlich ist das ein lustiger Ausdruck fürs Poppen. Ja, außer... Wir haben noch nie gehört. Nee, aber wir haben alle versucht, die Nagel zu vermeiden. Aber nur als jeder Hobby. Hat versucht. Bei mir nur ein Hobby gehört. Ich finde das in dem Begriff Nageln in dem Zusammenhang auch völlig falsch, wenn man beim Nageln auf den Kopf schlägt. Und das möchte man nicht. Dieter, ich glaube, du... Ja. Schnell die Lichtstimmung ändern, die Lichtstimmung. Licht, Musik. Die... Hobbynagler in Österreich, was versteht man denn darunter? Ah. Vielleicht gar nichts, die sagen das einfach und keiner weiß, was gemeint ist. Guck Warum mal, vielleicht steht da gar nichts. Nein. Warum sollten sie es dann sagen? Weil die... Also wozu muss man denn nageln? Ne? Ja. Und es gibt wahrscheinlich wirklich Profinagler und Hobbynagler. Also wozu, was muss man nageln? Zäune zusammen nageln, Dächer, Dachdecker muss viel nageln. Vielleicht ist ein Hobbynagler eben jemand, der den Beruf nicht gelernt hat, aber lustig da den anderen Arbeitern Arbeit wegnimmt. Ist das vielleicht eine andere Art Ausdruck für... Kein Profizüchter, sondern ein Hobbyzüchter im landwirtschaftlichen Bereich. Möglicherweise. Kann es damit zusammenhängen? Mit der Tierzucht. Was hat denn das jetzt mit Nageln zu tun? Hobbynagler. Das will ich dir nicht erklären. Und vor allem, was ist das für ein Hobby? Ist das vielleicht ein anderer Ausdruck für Nordic Walking? Petiküre. Peti was? Petiküre. Heißt was? Pediküre. Ich weiß es nicht, ich hab mal gehört. Also, Pediküre. Nicht Pliki Petra, Pedi, Pedi, Pes. Fuß, Petiküre, Pedi. Pedi. Peti und Kreti. Der Lehrer von Village. Das ist süß, aber der kommt von Pedis. Der Fuß, Pedis, Pediküre. Ja, dann Pediküre. Was hast du gesagt? Einer, der hobbymäßig Pediküre betreibt. Ja, ja, ist ein herrliches Hobby, anderen die Füße zu packen. Genau. Gibt es vielleicht... Gibt's das? Nein. Das ist doch klug, Hobbynagler. Hobbynagler. Nägel. Gibt es vielleicht... Ist das vielleicht sowas wie Crossfahren, weil die haben ja auch so Spikes an den... Oder ein Ausdruck für Hobby-Fußballspieler, weil die auch solche so Spikes... Wenn man den Gegner manchmal umnagelt. Ja, also irgendwas, wo etwas konisch Zulaufendes sich in ein... was weicheres Gesamtumfeld eindringen, das an einem Gesamtkörper befindet. Was? Um das jetzt mal allgemein zu formulieren. Was heißt das jetzt im Klartext? Was Spitzes. Sag mal, Hobbynagler, die drehen doch nur zwei Buchstaben um, oder? Hobbyangler, nicht? Nagler. Vielleicht ein Tier. Angler. In Österreich. Ein Nageltier. Ein was? Nageltier. Ein Nageltier. Das stimmt, Heller. Das ist das Gegenstück zum Käseigel, meine ich. Natürlich. Ist es, ich könnte noch mal ist vielleicht irgendwas, die sind ja immer sehr morbid, die Österreicher. Hat es was mit Bestattungen oder so zu tun? Wir hatten ganz oft aus Spaß. Jetzt in Österreich Leute, schon die Hobby aus Hobby Leute beerdigen oder was? Das ist jetzt aber echt mal ein seltsames Hobby, aber wer weiß. Ja genau, in den Orten, wo es einfach, wenn man tief am Land ist, wo es nicht so viele Bestatter gibt oder so, dass man sich das dann, das Kistlein selber... Also ich denke bei Nageln, bei Nägeln und Nageln. Ich denke entweder an etwas zusammennageln oder Nägel, um etwas dran zu hängen, aber ein Hobbynagler. Vielleicht, oder es hat was mit Konditoren wieder mal, mit Backen, mit Backwerk, mit Essen Skifahren, zu tun. Die machen auch immer, sobald sie auf dem Berg sind, fahren sie doch runter. Skifahren ob Schnee liegt oder nicht, spielt keine Rolle. Skifahren sollten wir vielleicht beim Auge behalten, vielleicht mal nachdenken. Wir machen ein bisschen Werbung, meine Damen und Herren. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren. Ich habe vorhin gesagt, Skifahren sollten wir mal im Auge behalten, Herr Hohenker. Vielleicht Bergsteigen doch. Ein Hobbynagler ist vielleicht, so bezeichnet der professionelle österreichische Skifahrer, ja, einen Touristen, der hobbymäßig Ski fährt
und mit den Skistöcken dauernd in den Boden hineingeht, damit er sich überhaupt den Berg hinunter bewegen kann. So wie man ja auch, wenn man bei uns irgendwie in den Mittelgebirgen Skifährt, immer genervt ist von den Holländern, die die Loipen verstopfen oder so, dass das vielleicht ein verächtlicher österreichischer Ausdruck für so deutsche Hobby-Skifahrer. Ich gebe euch noch eine kleine Information. Ja, es hat nichts mit Skifahren zu tun. Richtig. Mhm. Oh, vielen Dank auch. Wer weiß es? Ah, Spritzen, es hat vielleicht was mit Spritzen. Weiß ich, aber ich sag's nicht. Gut. Also keiner weiß es, dann zeige ich es auch nicht. Ja, bitte. Du hast einen Hobbynagler. Ich habe einen Hobbynagler dabei. Ihr wart schon am Anfang ganz richtig. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Das ist ein Hobbynagler. Gut. Eine Nagelhilfe für Leute wie mich. Hier vorne ist ein Magnet dran. Dann kommt der Nagel ran. Dann hält man ihn an die Wand. Und dann hält man ihn möglichst weit vorne, damit man sich nicht mit dem Hammer auf den Finger haut. Das ist für völlig Bekloppte. So kann man nageln, ohne dass man sich verletzt. Ein Menschheitstraum, das ist ja großartig. Großartig. Ja. Das haben die Österreicher erfunden. Hobbynagler, Ralf Stamm aus Wuppertal, 500 Euro für Sie. Gratulation. Diesmal war es knapp. Ich habe doch heute schon Ratschenkasten gesagt. Ihr wart ja am Anfang, wart ihr ja schon bei dem Thema. Aber ich habe gedacht, ich lasse euch mal machen. Ihr seid doch schnell wieder von abgekommen. Ja. Ist doch schön. Also, Antje Mehl wohnt in Lostau. Es liegt in Sachsen-Anhalt. Antje Mehl möchte wissen, was ist eine Tresorübung? Tresorübung? Das ist, wenn man zum Panzerknacker ausgebildet wird. Die Abschlussprüfung, man wird davor gesetzt und muss mit einem Schweißgerät innerhalb von 12 Minuten den Tresor öffnen. Wer bildet aus? Das ist so ein Oberknacki. Der Knackimeister, der dann... Knacki-Deuser. Wie war die Frage? Was ist eine Tresorübung? Tresorübung. Das könnte ja auch so, man werkelt da so rum, so Panzerknacker-mäßig und dann sitzt die Polizei, die sind ja verbunden miteinander. Wer ist verbunden? Also Polizei und Tresor ist emotional auch. Ne? Die wollen ja nicht, dass der Tresor irgendwann mal geklaut wird. Und wenn dann der Alarm ausgelöst wird, dann schrillt's. Jetzt sind wir und dann kommt die Polizei um die Tresorübung ist dann gelungen. Den Tresor psychologisch zu betreuen. Vielleicht sind wir auch beim Hals-Nasen. Ja oder nein? Nein, ich glaube, dass wir wirklich beim Tresor sind und dass es geht um den Brandschutz. Ein Tresor hat eine bestimmte Stufe, wie lange er einem Brand entgegenwirken kann. Und um das in der Praxis auszuprobieren, wird so ein Tresor auch in Brand von der Feuerwehr einem Brand ausgesetzt. Ja. Und ein guter Tresor hält eben eine Stunde, wo ein schlechter Tresor schon nach 20 Minuten sagt, so ein Holztresor. Ich glaube, es wird verschmilzen. Lass mal eben die dicke Tante kurz zum Hals-Nasen-Ohrenarzt laufen. Also, ich kenne das doch aus Filmen, wenn die Tresorknacker, ne, wenn die jetzt nicht mit so einem Schweißgerät den Tresor aufmachen, sondern versuchen, den Code zu knacken, wenn das Schloss einrastet, ne, dann horchen die doch immer, machen so ganz vorsichtig drehen und immer, wenn sie es klacken hören, dann wissen sie, die 2, die 5, die 8. Und vielleicht ist eine Tresorübung eine Übung beim Ohrenarzt, um jemanden eben auf gute Geräusche zu checken. Ist die Wie würde die funktionieren? Ja, der Ohrenarzt, der hat halt so ein kleines Gerät, damit kann er so drehen und dann das Gerät macht so klack, klack, klack. Unterschiedliche Geräusche, hoch, tief, auf den verschiedenen Ebenen. Ja. Ich glaube, ich weiß es. Und dann, wenn er eben nichts gehört hat, muss der Ohrenarzt immer so diverse Pümpelschmalz daraus zupfen. Literweise. Ich habe noch zwei alternative Theorien anzubieten. Das erste ist, passiert ja tatsächlich öfter, dass sich Kinder versehentlich in den Tresor einschließen selbst. Wie ist denn die zweite? Die zweite? Und die zweite ist wirklich ein Knaller. Musik! Lichtstimmung, Jingle ab. Nein, es könnte auch, ein Tresor ist ja tatsächlich sehr eng. Jeder, der schon mal vergeblich versucht hat, sich warum auch immer in einen Tresor hineinzuzwängen, wird das wissen. Es ist eine gymnastische Übung beim Yoga, dass man versucht, eine viereckige Form anzunehmen. Verstehst du? Ich glaube, mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Wie würde die denn aussehen? Kann Holger die Form? Nein. Ja, mach mal gerade.
Ich kann die vormachen, aber ich komme nie wieder aus der Nummer raus. Er braucht sich ja nicht krumm zu machen, um in den Tresor reinzukommen. Natürlich nicht. Das ist ja. Ich habe eine Idee. Es handelt sich dabei um eine Übung. Ich muss kurz jetzt die Lösung sagen, danach kannst du deinen Versuch starten. Es handelt sich dabei, ich gebe es zu, es wirkt überheblich, aber es fühlt sich verdammt gut an. Es ist eine Übung der Feuerwehr oder der Bundeswehr in einem tresorartigen Raum, der hermetisch abgeschlossen ist. Der was? Hermetisch? Luftdicht. Ah. Abgeschlossen ist, die Türen werden zugemacht und man muss dann unter Unterdruck, Überdruck oder sonst irgendwas irgendwelche Aufgaben lösen. Also hermetisch abgeschlossen? Es sei denn, es ist nicht hermetisch abgeschlossen, dann wäre es anders abgeschlossen. Zum Beispiel mit einem Schlüssel. Gut. Also eine Übung in einem engen geschlossenen Raum. Wie sieht die aus? Das weiß ich nicht, da kann man nicht reingucken, weil das ist ja dunkel da drin. Das heißt, mit dem Dunkel, da war ich jetzt auch gerade, das finde ich auch gut. Es ist eine Übung, wo Menschen in stockdunklem Raum etwas sehr... Du, Entschuldigung, aber der Dieter hatte sich vor 2 Stunden gemeldet. Was ist denn Tresor? Ich habe nur vergessen, wie die Frage lautet. Tresor-Übung. Was heißt denn Tresor? Eine Tresorübung findet grundsätzlich in Liechtenstein statt. Genau. Schon mal gut. Und jetzt. Ja, das würde ich jetzt. Das würde ich jetzt gerne mal hören. Wie jetzt? Was machen die denn ja, da? Ja, das deutsche Finanzamt will zugreifen in Liechtenstein, hat aber keine Vollmachten, dort wirklich einzugreifen. Ja. Und muss deswegen den Liechtensteiner Behörden mitteilen, ist nur eine Übung. Wir marschieren gar nicht ein, das ist nur eine Übung. Als Übung getarnt. Das macht die Bundeswehr auch manchmal in Frankreich. Wir üben nur. Wie wäre es denn? Vielleicht gibt es ja, ich war dran. Vielleicht gibt es ja auch Tresore, die nicht nur mit Klack, 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 sondern auch mit stinknormalen Schlössern funktionieren. Und vielleicht ist die Tresorübung bei einem Schlüsseldienst, bei einer Schlüsseldienstausbildung. Ja, der Schlüsseldienstmeister, der wird doch auch Gesellen haben. Und dann müssen die versuchen, eine Tür zu öffnen. Dann kannst du auch eine Tür öffnen. Bei Polizisten. Was ist denn, wenn es vielleicht aus dem Reitsport kommt? Und Dressur- es kommt Übung nicht aus heißt. Dem Reitsport. Sag mal. Ach, Großmutter. Kommt es ja, nicht aus dem... Ich glaube, ich werde es euch mal zeigen. Ja. Es kommt aus dem Bereich der Zahnarztmedizin. Ach. Oh. Warum? Operieren bei geschlossenem Mund. Weil wir in dunklen Raum sind. Die müssen blind. Ja, finde ich gut. Irgendwas. Wie ist es, wenn du es uns zeigen willst, ist es vielleicht ein Handwerksgerät aus Österreich? Nein, mit dem ich sag's euch mal. Ja, wir sind in der Psychologie. Sag ich doch. Reitsport. Nein, nicht Reitsport. Psychologie. Ich sag noch Ratschenkasten, scheiße. Also, Menschen, die etwas wirklich Schlimmes erlebt haben, können das oft nicht alleine verarbeiten. Sowas wie diese Sendung. Ja. Genau. Sie sind, wie der Psychologe sagt, sie sind sozusagen traumatisiert. Sind sie, das kennen wir alle. Eine Methode, so ein Trauma zu behandeln, funktioniert folgendermaßen. Der Therapeut fordert den Patienten auf, sich vorzustellen, dass er sein schlimmes Erlebnis in eine Kiste packt und diese Kiste dann in einem Tresor wegschließt. So kann der Patient erstmal Abstand gewinnen und zusammen mit dem Therapeuten entscheiden, wann er den Schlüssel zu diesem Tresor herauszieht, um das Erlebnis zu verarbeiten. Deswegen sprechen Therapeuten in diesem Zusammenhang von einer Tresorübung. War jemand von euch schon mal beim Psychologen? Ja, aber ja, die Übung habe ich nicht gemacht. Nein, schade. Antje Mehl aus Lostorf, 500 Euro für Sie. Gratulation. Also, falls ihr mal einen Psychologen in Anspruch nehmen müsst, was ja durchaus passieren kann bei dem einen oder anderen, könnt ihr mir vorstellen, ab und zu mal. Ich wollte einen nehmen, aber der meinte, er hatte im Moment noch einen Herrn Balder täglich zu besuchen. Das war ja, und der würde sich weigern, den Tresor zu öffnen. Und das wird noch ein bisschen dauern. Also ich finde, das ist ein sehr interessanter Aspekt, dass man mal mit einer psychologischen Frage endet, weil dann jetzt können wir uns auch mal ein bisschen Gedanken machen. Mhm. Ja, wir können uns mal über uns auch Gedanken machen, wie wir so funktionieren, warum wir sind, warum wir schlecht hören, grün. Herr Balder, Sie reden immer von wir, Sie sind nur einer. Vielleicht Entschuldigung, habe ich vergessen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.